Gut, willkommen zum ersten Talk, zum ersten richtigen Talk in diesem Saal. Ja, die GPN, ihr kennt sie, sie ist bis jetzt eine wunderschöne Veranstaltung gewesen, aber da fehlte etwas, was manche andere Veranstaltungen tatsächlich schon haben. Ein Badge, ein elektronisches Badge. Letztes Jahr in Frankfurt, im Hackerspace in Frankfurt ist es passiert, dass Niklas und Jan-Henrik zusammengesessen hat, noch mit ein paar anderen, und da kam die Idee, die GPN braucht ein Badge. Und eine Stunde später gab es ein Badge, zumindest die Idee dafür. Und ich habe das selber gesehen, während wir da GPN-Orga-Sitzungen hatten, hatten die halt eben am Rechner gesessen, hatten ein bisschen gehackt, geplant, gemacht, Schaltpläne gezeichnet, Konzeptionen gemacht und so, und sind da also relativ schnell vorwärts gekommen, und sie haben es, ich finde das total spannend, nicht nur 5 davon gemacht oder 10 davon gemacht, sondern sie haben einen ganzen Produktionslauf von um die 450 gemacht, was ich also großartig finde. Gut, wer sind die? Niklas vom Entropia, Jan Henrik, sein Herzallerliebster aus Münster. Aus Münster. Und es gibt noch 2 weitere im Bunde, das ist Anton und einen Namen, den ich vergessen habe. Jannis. Gut, einen herzlichen Applaus. Willkommen zu dem schönen Talk. Wir versuchen jetzt mal sowas wie einen Talk zu halten. Das Problem ist, dass wir bis heute Morgen damit beschäftigt waren, eure Badges zum Laufen zu kriegen. Dazu später mehr. Aber wir werden jetzt einfach mal so die Punkte abgehen. Sarah hat ja schon gesagt, wie die Idee überhaupt entstanden ist. Das war so ein Unfall. Werden erklären, weshalb wir die Badges so designt haben, wie wir sie designt haben, weshalb es nur 400 gibt, wie wir die Badges dann am Ende hergestellt haben. Dann werden wir irgendwie was zu der Software sagen, die auf den Badges läuft. Das wird Jannis übernehmen, der da sehr viel entwickelt hat und beispielsweise das Standard-ROM geschrieben hat, das euch über Gulasch informiert. Und am Ende, also nicht am Ende des Vortrags, aber am Ende unseres Teils, wird euch Anton noch zeigen, wie ihr ein Hello World auf euer Badge bekommt, so als Getting Started, damit ihr direkt nach dem Vortrag anfangen könnt, damit zu entwickeln. Und am Ende haben wir noch viel Zeit für Fragen, damit wir wirklich auf das eingehen können, was euch interessiert, und hier nicht nur irgendwelches Zeug reden. Den Anfang wird Jan-Henrik machen. Der erzählt euch so ein bisschen, weshalb es Badges gibt, wie wir sie designt haben, wieso wir sie so designt haben, wie wir sie designt haben. Und ja, das überlasse ich jetzt. Jo, wieso es Badges gibt? Ganz einfach, weil es Pizza gab. Vor einiger Zeit, im Januar, in der ersten Januarwoche, waren wir zu Besuch im CCC FFM. Und irgendwie ist da die blöde Idee aufgekommen, was wäre, wenn es elektronischen Namensbadges für die GPN gäbe. Das war erstmal nur so eine blöde Idee, aber nach einer Stunde gab es dann schon das erste Design, und ich glaube, eine Woche später war dann auch schon die erste Hardware fertig, und so schnell kann es gehen, so schnell hat man Badges. Da haben wir uns dann natürlich direkt am Abend überlegt, was ist ein Badge oder wie macht man ein Badge, weil von uns hat noch keiner ein Badge gemacht, geschweige denn bei irgendeinem Badge mitgeholfen. Ganz einfach, Badge hat eine Aussage, soll sagen, hallo, mein Name ist und ich war auf diesem Event. Bei der GPN ist das recht easy, wir haben ein Motto, works as intended, mit der Lego-Drohne oder dem Lego-Spielzeug, je nachdem. Das wollten wir halt recht schön bzw. Recht genau darstellen in unserem Badge. Deswegen ist es dann auch ziemlich schnell das Badge in Form einer Drohne mit dem Lego entstanden. Dazu, also damit, wenn jemand dieses Badge trägt, damit man ganz klar sieht, hallo, mein Name ist, ich war auf der GPN 17. Das ist so die Idee dahinter. Warum es nur 400 gab, da gibt es so ein... ich kann den Laptop nicht bedienen. Nein. Ist das der richtige? Nein, nicht... Genau. Warum es nur 400 gab? Weil wir ungefähr hier angefangen haben zu planen und weil es kein Budget gibt.
beziehungsweise noch ein bisschen früher haben wir angefangen. Das heißt, wir müssen alles oder mussten von Anfang an alles selber zahlen, selber bauen und so gering wie möglich bei den Kosten pro Batch bleiben oder die Kosten pro Batch so gering wie möglich halten, damit wir es überhaupt stemmen können. Weil wir haben 400 Batches gemacht, 400 Batches, da kommt schon jede Menge Geld zusammen und Aufwand, den man betreiben muss. Deswegen gibt's da auch leider nur 400 von. Hätten wir natürlich gewusst, dass das hier so explodiert, hätten wir vielleicht auch versucht, mehr zu machen. Wäre aber schwierig geworden. Nicht so? Da haben wir dann... Na? Ich schalte mal so. Nur zwei? Ja. Hardware oder was? Das hat nicht geklappt. Doch, das dauert. Ah. Die Dokumentenkamera hat es leider nicht mehr in den Talk geschafft. Hm. Perfekt. Recht schnell ist dann natürlich die Hardware entstanden. Und da haben wir uns auch überlegt, was ist denn so sinnvoll auf einem Batch? Was könnte man denn gebrauchen? Da haben wir uns dann natürlich recht schnell dafür entschieden, dass wir von der Firma Espressif einen sogenannten Extensor oder ein ESP8266 Wi-Fi-SOC nehmen mit einer Extensor-CPU drinne. Sprich, wir haben eine recht flotte CPU mit Wi-Fi im gleichen Chip, was natürlich ziemlich praktisch ist für verschiedene Funktionen, die auch später noch erklärt werden. So ein Chip allein ist natürlich recht langweilig. Haben wir uns auf eBay und AliExpress begeben und mal geschaut, was gibt's denn so Schönes, was dieser Chip denn gebrauchen könnte oder was das Batch denn gebrauchen könnte. Sind dann recht schnell bei diesem Display gelandet, ein ILI 9361C, wenn ich mich nicht irre, ein 128x128 Pixel RGB LCD Display bzw. TFT. Dazu dann natürlich der altbekannte Joystick, welcher auch auf vorherigen Batches schon zu sehen war, mit 4 SWS2813 LEDs, welche den schönen Vorteil haben zu ihren Vorgängern, dass die PWM-Frequenz deutlich erhöht ist, somit flackert die LED im Vorbeigehen nicht. Zusätzlich haben wir dann noch von der Firma Bosch den BNO0550, das ist der in der Mitte, gesponsert bekommen. Das ist ein 9-Achs-Bewegungssensor. 3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Accelerometer und 3-Achsen-Magnetometer plus ein Temperaturkanal. Ist natürlich schon eine schöne Sache so auf dem Batch. Mit dem kann man dann recht schöne Bewegungen oder hat man einen sehr schönen Input für das Batch über Bewegungen. Zusätzlich haben wir dann noch ein LDR auf jedes Batch oder mit jedem Batch beigelegt. Darüber könnt ihr dann das Lichtlevel um euch herum messen. Und das bietet auch in der eigentlichen App schöne Funktionen, sowie automatische Tag-Nacht-Umschaltung. Da so ein Batch natürlich auch noch mehr Output als nur LEDs braucht, haben wir uns überlegt, was könnte so ein Batch denn gebrauchen, um sich bemerkbar zu machen. Pieper, kann man machen, aber irgendwann geht es auch auf die Nerven. Deswegen hat jedes Batch so einen schönen kleinen Vibrationsmotor, mit dem es sich im Notfall auch bemerkbar machen kann, wenn es Gulasch gibt. Zusätzlich haben wir oben dann noch Infrarotkommunikation auf dem Batch, mit welcher dann man zum Beispiel sich mit anderen Batches pairen kann oder Datenaustausch vornehmen kann, welches nicht übers Netzwerk gehen soll oder mit welchem das Netzwerk eingestellt werden soll. Das Batch lässt sich über den USB-Connector unten entweder programmieren oder auch über den Software-USB-Stack von CNLOR, bestimmt schon mal der ein oder andere gesehen oder gehört, lässt sich das Batch dann auch als USB-Device bzw. als Maus und Tastatur benutzen, wer Spaß dran hat. das ist erstmal so alles Größere zur Hardware. Es sind natürlich noch ein paar Komponenten mehr drauf,
In der Mitte hier, der ganz kleine Chip, ist zum Beispiel ein Port-Expander, da der ESP nur sehr wenige GPIOs hat, viel zu wenig. Daneben haben wir noch einen analogen MUX, um deutlich mehr als nur eine analoge Spannung einzulesen, da der ESP nur einen ADC-Eingang hat, auch nur einen ADC. Und natürlich hier unten ein Flash für die Programme vom ESP, dazu aber auch noch mehr, was uns da ausgedacht haben. Ja, vielen Dank in den kurzen Einblick der Hardware. Ich bin der Mensch, der diese ganze Hardware verbrochen hat, der das Design dahinter gebastelt hat und ich habe gehört, es gibt WLAN. Also auch das richtige WLAN, eure Badges funktionieren jetzt noch besser. Ich würde euch jetzt gerne mal begleiten in unserer Entwicklung. Wie es zu diesem fertigen Batch kam. Und Jan-Henrik hat ja schon erwähnt, weshalb wir die Teile genommen haben, die wir genommen haben. Jetzt hat man so ein Design, man hat irgendwie 5 von diesen Prototypen auf dem Schreibtisch liegen, aber 5 sind irgendwie noch nicht 500. Damit das Batch wirklich so günstig ist, wie es ist, mussten wir fast alle Teile aus China importieren. eBay ist da eine Option, wobei eBay inzwischen auch nicht mehr das ist, was es mal war. Also es ist ziemlich teuer geworden. Deshalb sind wir auf AliExpress shoppen gegangen. Für insgesamt, ich glaube, 7 oder 8.000 Euro. Das ist ja lustig. Hätten wir vor dem Talk mehr Zeit gehabt, hätte ich noch so ein paar Screenshots rausgesucht. Wer dieses AliExpress Shopping Experience kennt, der hatte bestimmt auch schon die ein oder andere nette Kommunikation mit dem ein oder anderen Chinesen. TLDR, ich krieg gerade täglich Werbung, ob ich nicht noch mehr ESPs kaufen will und ob ich nicht noch mehr Displays brauche und noch mehr Alkoholsensoren. Also ich glaube, ich muss mir demnächst mal einen neuen Account anlegen. Auf jeden Fall seht ihr vielleicht an den Badges, wenn ihr euch die genauer anguckt, da ist mal irgendwie so das ein oder andere gebotcht. Irgendwo sind Flussmittelreste. Ihr seht, die Badges sehen nicht aus wie zum Beispiel das Radio vom Camp. Das liegt daran, dass wir jedes dieser Badges durchschnittlich 10 Minuten in der Hand hatten, weil wir die richtig hart verkackt haben, um es genau zu nehmen. Auf den Badges sind auch jetzt noch einige Hardwarefehler. Vermutlich habt ihr sie noch gar nicht gefunden. Aber ich habe ein paar Bilder mitgebracht, auf denen man das ganz gut sieht. Das Besondere oder der Grund, weshalb die Entwicklung von diesem Badge gar nicht mal so trivial war, liegt daran, dass dieser tolle ESP zwar irgendwie ein super Sock ist, aber ein paar echt hässliche Pins hat. Wenn man sich das mal anguckt, gibt es hier irgendwo im Schaltplan so eine ganze Liste. All diese Widerstände sind notwendig, damit der ESP überhaupt bootet. Das sind irgendwelche Widerstände, die zum Beispiel GPIO 0, GPIO 2, TX beim Einschalten in den richtigen State, also High oder Low, ziehen, um dem ESP zu sagen, du boote mal bitte vom Flash, boote mal überhaupt, schalte dein WLAN ein. Manche der Widerstände hier sind, um irgendwie die Sendeleistung des WLANs einzustellen und so weiter und so fort. Und bis man das mal alles in einem Design berücksichtigt hat, ist gar nicht so leicht, weil all diese Pins hier wollen wir ja nicht nur irgendwie zur Konfiguration nutzen, sondern tatsächlich auch als GPIOs. Also zum Beispiel hier der enorm kritische Pin GPIO 2, der dem ESP sagt, ob er vom Flash oder von der SD-Karte booten soll, ist bei uns gleichzeitig auch noch USB und Infrarot Receive. Dazu eine kurze Anekdote, weshalb der ein oder andere, der auf Twitter unsere Tweets liest, als er das Badge eingeschalten hat, vielleicht so leicht zögerlich die Hand vor den Infrarotempfänger gehalten hat. Wir haben hier in uns, ups, das war nicht beabsichtigt, wir haben hier in unserem Design, weil Jan-Henrik schon erwähnt hat, dass wir zu wenig GPIOs haben, so einen tollen Port-Expander. Dieser Port-Expander von NXP, dessen Power-On-Reset-Verhalten ist, dass alle Ausgänge heiß sind. Wir teilen Infrarot mit USB Positive und USB Negative. Diese Pins hier unten, USB Negative und Positive, wenn der obere Schalter in der oberen Stellung ist, könnt ihr da auch die Infrarotsignale abgreifen, wenn es denn eingeschalten ist. Und damit das geht, haben wir hier so einen Tree-State-Buffer. Also diese Chips hier sind quasi Dingsies, die den Eingang auf den Ausgang durchschalten, wenn ein High-Signal anlegt. Wenn das nicht der Fall ist, haben die am Ausgang eine hohe Impedanz. Und jetzt sieht der ein oder andere, oh, der Ausgang von diesem Buffer hier geht an USB Negative. Jetzt habe ich gerade erwähnt, Infrared Enable kommt vom GPIO Port Expander und ist beim Einschalten High. High sagt dem Gatter, du gib mal den Eingang
strikt auf den Ausgang durch, was effektiv das Signal vom Infrared Receiver ist. Und dieser Pin hier muss beim Einschalten high sein. Ist der low, bootet das Batch nicht. Es ist das Problem, dass dieser Infrared Receiver zwar interne Filter gegen Sonnenlicht hat, die sind aber nicht so geil. Wenn man das direkt in Sonnenlicht haltet, gibt er ein Low-Signal statt ein High-Signal aus. Was kombiniert mit diesem Gatter hier dazu führt, dass USB nicht bootet. Jetzt dachten wir uns irgendwann mitten in der Produktion, das muss ich doch irgendwie fixen lassen. Und siehe da, von diesem Chip hier, von dem 126er, gibt es auch eine andere Version, die 125er, die hat diesen Enable-Eingang invertiert. Das heißt, da wäre im Einschaltmoment das hier auf Low gezogen worden. Haben wir natürlich getestet, ist ja kein Problem, neue Chips zu kaufen und die in die Pick-and-Plays zu werfen. So, jetzt wird's lustig. Wir haben hier unten so ein Pull-Up mit 1,2K. Der sorgt dafür, dass, wenn das Tree-State-Buffer im High-Impedancy-Mode ist, dieser Pin zuverlässig auf High gezogen wird. Zusätzlich ist dieser Pin ja aber der USB-Pin. Und wie man irgendwo hier auf dem Powersheet sieht, ist dieser Power-Pin über diese ESD-Protection abgesichert, damit, wenn ihr an die Kontakte langt, nicht durch ESD irgendwie Dinge kaputt gehen. Diese USB-Protection wird eigentlich von einem USB-Pin versorgt, also den 5 Volt, die über den Port reinkommen, und an dem hängt auch der Lade-IC. Jetzt sieht diese Protection, ich habe leider kein Bild da, von innen so aus, dass quasi von jedem dieser Eingänge eine Diode gegen Ground und eine Diode gegen VCC laufen. TLDR, was passiert, wenn man das andere Gatter nimmt? Es fließt Strom von den 3 Volt durch diesen Widerstand auf USB-Negative, von USB-Negative durch eine Diode von diesem Buffer auf VUSB und lädt durch VUSB quasi euer Batch über den Lade-IC. Das heißt, aktiv fließt Strom von dem Pull-Up in den Lade-IC, lädt euer Batch und sorgt dafür, dass dieser Pin auf Low ist. Das ist aber nicht immer so, sondern das ist so ganz cutting-edge. Bei manchen Batches tut es, bei manchen tut es nicht. Manchmal tut es, wenn USB eingesteckt ist, manchmal nicht. Jetzt denkt man sich, ja gut, wenn das sowieso so ganz knapp funktioniert, macht man halt irgendwie diesen einen Widerstand hier kleiner, damit da halt stärker auf High gezogen wird. Jetzt ist das Problem, dass das hier nicht irgendein Pull-Up ist, sondern dummerweise der Pull-Up von USB-Negative, der dem Host-Controller, wenn ihr das Batch als USB-Device verwendet, sagt, dass das ein Low-Speed-Device ist und dieser Widerstand hat laut USB-Spec 1,2 Kiloohm zu haben. Ihr seht schon, weshalb wir uns am Ende darauf geeinigt haben, doch den Chip zu nehmen, der dafür sorgt, dass das Batch per Infrarot nicht bootet. Ist halt so, aber dafür tut USB. Also jetzt kann man sagen, ja, dann nimmt man halt einen anderen GPIO. Manche kennen es von den STM32, da kann man die Pins irgendwie verwenden, wie man lustig ist. Ja, der ESP ist halt echt, echt billig. Das heißt, der hat keine Muxes am Eingang. Man kann GPIO 2 tatsächlich nur für USB benutzen und keinen anderen. Ist halt so. Deshalb, ihr seht, es gibt hier irgendwie ganz viele lustige, tolle Sachen. Jetzt der Grund, weshalb das trotz alledem so aussieht, als hätte das jemand nachts zu Hause gelötet. Ja, weil die Batches tatsächlich irgendwie nachts zu Hause gelötet wurden. Viele dieser Projekte werden üblicherweise die Platinen in China gefertigt und danach irgendwie bestückt. PCBWay oder andere chinesische Anbieter haben den Service, du schickst uns die Designs, du schickst uns irgendwie die Teile und wir bestücken das für dich. Hätten wir das gemacht, hätten wir jetzt irgendwie 500 kaputte Batches, weil wir irgendwie noch in der Produktion gemerkt haben, weil die Zeit echt knapp war gegen Ende, oh shit, wir haben da echt noch Fehler, die nicht immer Probleme verursachen, aber manchmal beziehungsweise in bestimmten Konstellationen. Glücklicherweise hat uns ein Mensch aus Münster recht früh angeboten, hey, ihr könnt doch für die Batches meine Pick-and-Place-Maschine benutzen. Das ist der René, der üblicherweise Motorcontroller designt und so eine Pick-and-Place-Maschine zu Hause hat. Der ist Mitglied in der Warp Zone und ich habe ihn kennengelernt durch Jan Henrik, der auch Mitglied in der Warp Zone ist und uns da eben recht schnell diese Unterstützung angeboten hat, was eben dazu geführt hat, dass wir diese Batches hauptsächlich auf dieser Pick-and-Place in Münster bestückt haben. Ich weiß nicht, ob Leute wissen, was eine Pick-and-Place ist. Das ist so eine lustige Maschine, die nimmt ein Bauteil und platziert es dann auf der Platine. Die nimmt ein Bauteil, platziert das auf der Platine mit verschiedenen Nozzles und so weiter und so fort. Also im Idealfall platziert sie es auf der Platine, weil effektiv, ich habe da so ein paar Bilder. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ah, ich will das, glaube ich, nicht mit Chrome öffnen. Besser.
ich gehe jetzt einfach mal die Bilder durch, die sind von meinem Handy und passenderweise in der richtigen Reihenfolge. Das hier sind die Platinen, als sie kamen, irgendwie dritte Revision, war dann soweit okay, dass alles gepasst hat. Das hier ist ein Stencil, das könnt ihr auch bei uns am Stand bewundern, das ist quasi so eine aus Edelstahl geätzte Maske, mit der man Lötpaste auf die Platinen aufbringt. Diese Pick-and-Place sieht so aus, es ist ein uraltes Ding, Baujahr, ich glaube, vor 2000, es läuft auf MS-DOS. Man hat hier die Feeder, wo man die Bauteile einhängt. Tipp fürs nächste Mal, wenn ihr mal vorhabt, ein Badge zu designen, schreibt dem Chinesen, er soll die Bauteile auf Reel liefern. Ansonsten kriegt ihr die nämlich so einzeln in so einem Zipbeutel und dürft die dann von Hand auf die Platine werfen. Glücklicherweise waren die meisten Bauteile in einem Reel, so manche Sachen mussten wir von Hand bestücken. So sehen diese Reels aus mit den Feedern. Ihr seht, da sind die Bauteile drin, zum Beispiel die LEDs. Und von oben kommt dann so ein Arm und nimmt die. Hier sieht man auch die Lötpaste, das heißt, man legt da irgendwie so ein Stencil drauf, macht dann die Lötpaste darauf, hat dann Lötpaste, platziert dann die Bauteile und schiebt das in den Ofen und im Idealfall kommen dann funktionierende Badges raus. Das Problem ist, dass man dazu die Bauteile richtig auf die Platine platzieren sollte und wir haben die ganzen Files dazu aus Ultim exportiert, das ist das Layout-Programm, mit dem wir das Badge designt haben und hatten dann irgendwelche komischen Python-Skripts, die diese Pick-and-Place-Daten in ein MS-DOS-Format verwandelt haben, was die Pick-and-Place verstanden hat. Wir haben dann irgendwann ganz am Ende so bei dem letzten Panel festgestellt, dass zum Beispiel die Place-Rotation, also wie das Bauteil gedreht wird, nicht nur in die Place-Rotation geschrieben wird, sondern wegen dem fehlenden Tab, war es, glaube ich, auch in die Pick-Rotation geschrieben wird. Das heißt, irgendwie am Anfang waren auf allen Platinen die Bauteile doppelt gedreht. Das haben wir dann von Hand korrigiert, weil wir nicht wussten, woran es lag, aber solche Sachen. Oder auch toll, die Pick-and-Place-Maschine hat zwei Kameras, mit der man quasi die ganzen Bauteile alignt. Wir haben irgendwie danach, so als wir fertig waren und irgendwie die Maschinen nochmal kalibrieren wollten, festgestellt, dass die eine Kamera falsch rum rotiert war um 180 Grad und deshalb alle Bauteile, also etwa die Hälfte, die mit der linken Kamera gepickt wurden, halt um 180 Grad gedreht waren. Das haben wir dann alles von Hand in dieser Datenbank eingetragen, weil wir keine Zeit hatten, da irgendwie groß Fehler zu suchen. Wir wollten einfach nur, dass das möglichst schnell funktioniert. Also jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, auf dieser Pick-and-Place-Maschine Badges zu bestücken. Man sieht auch irgendwie hier am Anfang, die Bauteile waren mehr so kreuz und quer darauf platziert. Wir hatten irgendwie das Problem, dass es zu hoch war, irgendwie Bauteile abgebrochen sind. Ich glaube irgendwie, das Beste war, wir haben die Bauteile vor 2 Wochen bestückt und da lief mir doch so ein bisschen Schau über den Rücken. Diese Maschine hat so Nozzles, das sind quasi so Alublöcke mit so kleinen Kanülen drin, die die Bauteile nehmen in verschiedenen Größen. Und von denen hatten wir sowieso schon wenig. Unter anderem Nozzle 3 ist halt dafür da, diese ganz kleinen Bauteile hier zu bestücken. Die ist irgendwann abgebrochen. Ich habe leider kein Bild davon, wie wir die Platine befestigt haben. Ah, doch, man sieht's. Also wir haben das mit Lego auf so einen XY-Tisch geschraubt und hatten dann so eine Schraube rausstehen, die das quasi hingedrückt hat. Diese Schraube stand relativ weit draußen, aber es war ja kein Problem. Es hat ja funktioniert. Bis irgendwann mal die Maschine gepiepst hat, irgendwas stimmt nicht. Guckst die Nozzle an, Nozzle abgebrochen. Kein Problem, wir hatten ja nochmal eine Nozzle, neue Nozzle rein, wieder abgebrochen. Die letzte übrigens. Oh shit, mal geschaut, die Maschine fährt gegen diese Schraube, mit der wir die Platine festgeschraubt haben und bricht zuverlässig sämtliche Nozzles ab. Das Spannende ist, dass wir mit genau diesem Setup davor 20 dieser Panels hier bestückt haben. Stellt sich raus, irgendwie hat im richtigen Moment ein Feeder geklemmt, wodurch ein Bauteil nochmal geholt werden musste. Die Maschine hat den Path minimal anders berechnet und dabei irgendwie so die Schraube überfahren. Total super, wir keine Nozzle mehr, die 1er Nozzle ist zu klein, die 5er Nozzle ist zu groß. Haben wir Jan Henrik ins Krankenhaus geschickt, irgendwie Kanülen geholt, Kanüle auf die Drehbank, Kanüle abgedreht, Alublock aufgebohrt, neue Kanüle rein, Epoxy, Maschine neu kalibriert, Vakuumwert neu kalibriert, läuft. Läuft immer noch. Also wir hatten dann tatsächlich das Problem, dass, also wenn ich so das größte Problem bei der Bestückung in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, das ist das Stencil, also diese Maske, die ihr gesehen habt. Normalerweise macht man die kleiner als die Pads, damit die Lötpaste wirklich nicht überläuft oder irgendwie Brücken entstehen. Das war bei uns leider nicht so. Wir hatten bei fast allen, also bei den ganzen QFNs, diese viereckigen quadratischen Dinger, hatten wir irgendwie Brücken, die wir von Hand beseitigen mussten. Zum Glück hatten wir relativ gutes Setup mit diversen JBCs, mit denen wir das rewirken konnten. Wie ich schon mal sagte, wir hatten etwa jedes eurer Badge
Badges irgendwie 10 Minuten in der Hand, inklusive Flashen, Display draufkleben und so weiter. Ihr könnt euch da so grob die Arbeitszeit für fast 450 Badges ausrechnen. Ja, wir haben das Ganze dann hier getestet. Wir hatten eigentlich so das Setup. Wir haben die Badges gerakelt, bestückt, dann im Reflow-Ofen gelötet. Das ist auch noch eine tolle Sache. Ich hoffe, da kommen noch Bilder. Das war unser Reflow-Ofen. Wir hatten nämlich das Problem, also wir hatten uns extra auf eBay für diesen Zweck für 300 Euro so einen richtig schicken Infrared-Heater-IC Reflow-Ofen gekauft, der irgendwie hier programmierbare Profile hatte und was weiß ich was. Das Ding kommt an, stellt sich raus, unsere Badges passen nicht rein. Oder sie passen rein, aber werden am Rand nicht gelötet. Und so, oh shit, wir haben noch so einen Reflow-Controller hier rumfliegen, mit dem wir im Entropia bisher Panels gelötet haben. Hatten auch noch einen passenden Backofen, bei dem war leider das Problem, der Backofen war auch zu klein. Wir haben dann einfach ein paar Mal mit dem Hammer gegen die Rückseite gehauen. Dann haben da auch die Panels reingepasst, um das Ganze dann wieder zu isolieren. Also man glaubt's nicht, aber mit diesem Ofen haben wir 50 Panels gelötet. Problemlos. Irgendwann war dann das Problem, dass vorne halt die eine Platine, die an der Glasscheibe war, nicht immer zuverlässig gelötet hat, weil halt zur Fensterscheibe hin die Isolation shit war und die Temperatur runtergefallen ist. Das ließ sich aber fixen. Wir haben ein einzelnes Stencil, was wir von dem Badge übrig hatten, da dran geklebt. Das ist Edelstahl reflektiert Infrarot und sorgt dafür, dass auch das letzte Badge noch sauber gelötet wird. Wenn man die Klappe zumacht, ist das genau auf der richtigen Höhe, dass die ganze Infrarotwärme von der Decke auf das Badge reflektiert wird. Das hat auch wunderbar funktioniert. Also abgedichtet und isoliert ist das irgendwie mit Pappe und Wolldecken. Die sind danach irgendwie zerbröselt, aber es hat nichts Feuer gefangen. Also der Reflow war, der Flow war irgendwie so: Panels rakeln von Hand, Panels in die Pick-and-Place von Hand, dann die ganzen Bauteile draufwerfen, die Pick-and-Place verkackt hat, dann diese Panels in dem Ofen löten und danach halt reworken. Wir hatten eigentlich den Plan, dass wir die dann auch direkt alle mit Test-Firmware flashen, damit man direkt sieht, was ist kaputt. Wollten dann so schicke QC-Pass-Sticker draufkleben. Die sind leider irgendwann ausgegangen. Also wenn euer Badge funktioniert und ihr einen QC-Pass-Sticker wollt, könnt ihr bei unserem Stand noch einen QC-Pass-Sticker abholen. Aber nur, wenn es funktioniert. Also deshalb nicht wundern, wenn auf euren Badge kein QC-Pass-Sticker ist. Das liegt nicht daran, dass es nicht funktioniert. Das liegt daran, dass wir keine QC-Pass-Sticker mehr hatten. Wir haben dann irgendwie die Displays noch von Hand anlöten müssen. Wir haben uns da extra so eine breite Lötspitze für gekauft. Das hat auch ganz gut funktioniert. Nö, das hat super funktioniert. Das muss so. Wenn bei euch irgendwie, also wir hatten irgendwie so tolle Fails, ich kann ja mal so ein paar Fehler zeigen, die bei der Produktion entstanden sind. Ich glaube, die sind hier drin. Wenn euer Display so aussieht, dann kommt nochmal zu uns, dann ist nämlich genau in dem Moment, in dem die Rotation initialisiert wurde, ein Kontakt abgegangen. Das fixen wir dann. Keine Ahnung, was gab's noch? Ja, das ist ein Quarz. Dann hatten wir so tolle Platinen, die von Beta Layout, die von PCBWay eigentlich irgendwie so e-tested sein sollten. Üblicherweise ist auf so einem Panel 1 bis 2 Platinen kaputt, damit man halt nicht das ganze Panel neu machen muss, markieren die Chinesen, welche der Platinen denn kaputt ist, und dann lässt man die aus. Das hier sind Platinen, die nicht als defekt markiert wurden und nicht funktioniert haben. Wir haben dann mal so ein bisschen debuggt. Diese Verbindung hier sollte eigentlich nicht sein. Genauso wenig wie diese durchgebrannte Leiterbahn. Nein, die Leiterbahn haben nicht wir durchgebrannt, die haben die Chinesen beim E-Test durchgebrannt. hier ist irgendwie ein Kurzschluss. Also, traut ihr nicht. Hier hat irgendwie ein Pad gefehlt. Das passiert, wenn es irgendwie nicht sauber gelötet ist.
ist ganz lustig. Wir hatten auch umgekippte ESPs und so. Also wir haben tatsächlich bei uns am Stand auch noch irgendwie so eine ganze Kiste mit etwa 20 Badges, die entweder völlig Mist sind, weil irgendwie Bauteile ausgegangen sind oder, keine Ahnung, wir versehentlich doch mal eins bestückt haben, das eigentlich kaputt war, weil wir einfach die Datei nochmal kopiert haben. Aber wir haben auch Badges, die bei der Produktion irgendwie gefailt haben, weil Display nicht tut, weil BNU nicht tut, aber die grundsätzlich flashen und booten. Wer von euch kein Badge hat, aber irgendwie Ahnung von E-Technik hat, die würden wir irgendwie für einen Fünfer oder so hergeben. Also wenn ihr noch unbedingt ein Badge wollt, wir haben da noch eine Kiste. Wahrscheinlich ist es nur irgendwo eine Lötbrücke, aber wir hatten einfach nicht die Zeit, das zu debuggen. Also das noch ein Angebot, als Angebot an euch, wenn ihr noch ein Badge wollt. Ja. Und fürs nächste Mal plant mehr Zeit ein, wenn ihr sowas vorhabt und berechnet euer Stencil richtig. Dann habt ihr deutlich, deutlich weniger Hass. Ich weiß nicht, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Also, das ist jetzt irgendwie so die dritte Hardware-Revision. Manche von euch werden sicher auch schon das Lego getestet haben. Das ist so ein bisschen crap. Bei manchen hält es richtig gut, bei manchen geht es nicht rein und bei manchen fällt es raus. Das liegt an den Fertigungstoleranzen und an dem Prinzip, wie Lego funktioniert. Lego basiert nämlich nicht, wie viele denken, auf basiert auf Presspassung, aber nicht aufgrund des Durchmessers dieser Nupsis. Noppenbausteine basieren nicht auf dem Durchmesser der Nupsis, sondern auf dem Abstand dieser Nupsis. Und den kann man halt in Platinen recht schlecht rekonstruieren, weil Platinen relativ starr sind, während Lego sich eben dehnt. Und deshalb haben wir auch das Offset bei diesen Löchern so gering gehalten, dass wir auf jeden Fall sicher gehen können, dass alles Lego reingeht, weil wir dachten uns, lieber macht man einen Tropfen Sekundenkleber an die Platine, als dass das Lego nicht in die Platine geht. Also wenn euer Lego ein bisschen lose ist, klebt's einfach oder ja, das ist so eine Sache, die man vermutlich gar nicht hätte besser machen können. Eine andere Sache, die ich euch zeigen kann, so als Tipp für eure Badges, wenn ihr euch die mal anguckt. Ich glaube, ich muss meine Kamera hier wieder einschalten. Der Vibrationsmotor. Vielleicht hatten einige das Badge schon an und waren etwas enttäuscht, weil der Vibrationsmotor nicht vibriert. Wir haben beim QC Person auf jeden Fall sichergestellt, dass jeder der Vibrationsmotoren grundsätzlich elektrisch funktioniert und sich grundsätzlich elektrisch dreht. Jetzt seht ihr nur, diese Vibrationsmotoren, man denkt, die könnte man flach auflöten. In der ersten Prototyp-Revision haben wir die auch flach aufgelötet und uns gewundert, weshalb die Vibrationsmotoren nicht drehen. Wenn man sich die aber ganz genau anguckt, sieht man, dass diese Unwucht ganz, ganz leicht in die Platine reingeht, weshalb auf der Rückseite so Ausfräsungen sind. Wenn sich euer Vibrationsmotor nur sehr unmotiviert oder gar nicht dreht, schaut doch mal, ob diese Unwucht einfach irgendwo an der Platine kratzt oder anschlägt und kratzt das mit dem Taschenmesser oder irgendwie einer Pinzette ab, dann funktioniert das deutlich besser. Leider sind die halt beim Reflow und bei ein paar Badges verrutscht, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und auch sonst, wenn irgendwie eine LED kaputt ist, da sind halt einfach so Sachen, die bei der Produktion entstanden sind. Es ist halt Ausschuss. Wenn ihr damit unglücklich seid, könnt ihr zu uns an den Stand kommen und dann fixen wir das für euch. Wir haben das die letzten 2 Monate gemacht, dann können wir das jetzt auch noch 4 Tage länger machen. Ja, das war's so von Hardware-Seite. Wenn ihr jetzt noch spezifische Fragen zu dem Design oder so habt, könnt ihr das nachher noch stellen. Aber dann würde ich jetzt erstmal an Anton und Jannis, ich glaube Jannis als erstes, Jannis übergeben, der erzählt euch dann noch so ein bisschen was zu dem Netzwerk. Oder wollen wir erst das mit dem Bootloader erzählen? Das ist vielleicht ein bisschen low-leveliger. Ja. Okay, dann sage ich noch kurz was zum Bootloader, den habt nämlich auch hauptsächlich Sebastian und ich gebastelt. Und zwar der ESP, da habe ich leider keine Folien zu, aber ich kann euch vielleicht diese Memory Map von dem Flyer zeigen, die ist noch so halbwegs informativ. Muss ich das hier wieder umschalten. Das Problem an dem ESP ist, wie ich schon erwähnt habe, ist er enorm billig und eigentlich ziemlich scheiße für das, was wir vorhatten. Wir hatten nämlich von Anfang an den Ansatz, dass man auf sein Badge mehrere ROMs booten kann. Jetzt ist es so, dass der ESP von sich aus zwar bis zu 16 Megabyte extern Flash unterstützt. Das Problem ist, dass die CPU aber nur das erste Megabyte vom Flash in den Cache mappen kann und ausführen kann. Das heißt, man kann zwar irgendwie beliebig viele Daten auf seinem Badge haben, aber auf seinem ESP, ausführbare Dateien allerdings nur bis zum ersten Megabyte. Jetzt ist es so, dass die ganze Entwicklungsumgebung von Espressif Closed Source ist. Es gibt so eine Open SDK, das sind precompiled C-Funktionen mit SDK drumherum. Und unter anderem
gibt es in dieser SDK auch eine Cache-Read-Funktion, die eben vom SPI-Flash Memory oder Instructions in den Cache liest. Und glücklicherweise hat sich ein sehr schlauer Mensch da schon vor ein, zwei Jahren zu Gedanken gemacht und Airboot geschrieben. Eure Batches basieren alle auf Airboot. Das ist ein Bootloader, der genau diese 1-Megabyte-Hürde umgeht, indem man mit Object-Copy in der lib-main diese Cache-Read-Funktion auf Weak setzt und seine eigene implementiert, die auch hinter 1 Megabyte noch Flash lesen kann. Das klingt total hacky, aber es wird noch schlimmer, keine Sorge. Und das Faszinierende ist, dass das funktioniert. Also damit kann man tatsächlich auch von Flash booten, der hinter 1 Megabyte liegt. Das ist so die eine Sache, die man beachten muss. Das ist auch der Grund, weshalb, wenn ihr irgendwie Software dafür schreibt, immer dieses airboot.h inkluden müsst. Was das effektiv macht, ist eben diese Cache-Read-Funktion reimplementieren. Das war echt ein Hass, das zum Laufen zu kriegen. Das ist mehr oder weniger plain Assembler-Code und irgendwo hat das ständig gecrashed. Ich weiß nicht, ob Sebastian dazu noch was sagen will. Andere Sache, wenn man sich jetzt mal die Memory Map anguckt, okay, das sind insgesamt irgendwie 8 Megabyte, aber irgendwie ist das inkonsistent. Zuerst hat man irgendwie 6 einzelne Slots mit 512 Kilobyte, dann 1 Megabyte Filesystem und dann irgendwie 4 einzelne Slots mit 1 Megabyte. Wieso macht man das nicht einheitlich und macht irgendwie hier 14 Slots mit 512 Kilobyte und das Filesystem ans Ende? Ja, das liegt daran, dass der ESP noch eine weitere Hürde hat, und zwar kann der Bootloader der ESP hat einen ins ROM eingebrannten Bootloader, mit der er sich über seriell flashen lässt. Das funktioniert auch, wenn ihr euer Batch noch so sehr brickt. Das ist nämlich wirklich im ASIC eingebrannt. Und dieser Bootloader kann über seriell nur Speicherbereiche bis 4 Megabyte im Flash anschreiben. Das heißt, wir kommen über USB nur bis hierhin. Deshalb dachten wir uns, okay, dann füllen wir halt hier das alles mit ROM-Slots und machen dann am Ende irgendwie so ein Filesystem. Die anderen Slots, also die ihr auf eurem Display seht, von irgendwie, ich kann es mal zeigen, man hat ja hier irgendwie auch noch, man hat ja hier auch irgendwie noch weitere Slots. Man hat ja hier auch irgendwie noch Slot 6, 7, 8, 9. Die können nicht über USB geflasht werden, die können über den ROM-Store over the air geflasht werden. Weil mit etwas Tricks kann man in diesen Bereichen zumindest mit dem ESP schreiben. Noch so eine tolle Sache an dieser SDK, die ist zwar irgendwie designed für bis zu 16 Megabyte Flash, die ganze SDK kann aber bis zur Version 2.1.0 nur mit 4 Megabyte Flash klarkommen, weil die Funktion, die die Flashgröße ermittelt, irgendwie nur bis 4 Megabyte implementiert wurde. Also im Header von dem Flash steht irgendwie so eine magische Zahl, die einem sagt, wie groß ist der Flash. Das funktioniert für 500 Kilobyte, für 1 Megabyte, für 2, für 4, für 8 und 16 wurde es einfach nicht implementiert, weil sich Espresso vielleicht nie gedacht hat, dass jemals irgendjemand so einen großen Flash an ein ESP hängt. Keine Ahnung. Wir haben das dadurch gefixt, dass wir auch die SPI Read- und Write-Funktion geweakt haben und durch unsere eigene Funktion ersetzt haben. Außerdem ziehen wir beim Booten in Airboot einen Pointer auf diese SDK-Funktion, die diese Flashgröße angibt, und overwriten die einfach hart mit unserer Flashgröße. Das funktioniert meistens. Für manche Funktionen, wie zum Beispiel Wi-Fi, muss man es zurücksetzen, sonst crasht es. Glücklicherweise wurde all dies in SDK-Version 2.1.0 gefixt. Die ist großartig, diese SDK-Version. Wi-Fi ist deutlich schneller. Der ESP unterstützt nativ von sich aus bis zu 16 Megabyte Flash. Alles ist viel besser. Der Bootloader ist schneller und so weiter und so fort. Diese SDK-Version kam vor 4 Tagen raus. Und noch besser, wir benutzen ja nicht die Plain SDK, sondern wir nutzen dieses Voodoo Arduino Framework drumherum, was da irgendwie nochmal Funktionen selber implementiert und anders abruft. Ich glaube, der erste Commit dazu war vorgestern. Jetzt ratet mal, welche SDK-Version euer Batch benutzt. 2.1.0. Ich glaube, alle anderen Commits danach waren irgendwie von mir, Jan-Henrik und sonst wem. Wir haben es tatsächlich geschafft, bis heute Morgen diese SDK zu porten, damit das Batch irgendwie besser funktioniert, schneller funktioniert. Wir hatten insbesondere, was war so der Hauptgrund? Der Hauptgrund, weshalb wir das machen mussten und nicht einfach gesagt haben, fuck it, wir benutzen diese 2 Jahre alte SDK, war, der ESP denkt, er hätte 4 Megabyte Flash, schreibt aber jedes Mal, wenn er sich mit dem Wi-Fi connectet, eine Datei ans Ende des Flashes, in der die SSID und das Passwort vom Wi-Fi steht, damit er sich beim nächsten Mal schneller connecten kann. Das Problem ist, unser ESP denkt, wir hätten nur 4 Megabyte Flash und er schreibt das irgendwie ins Ende des Flashes minus irgendwie 0x4000, also irgendwie so 8 Kilobyte. Das Problem ist, wenn man sich jetzt nochmal diese Memory Map anguckt,
Dumm. Hier ist das Ende vom Flash. Hier denkt der ESP, es wäre das Ende vom Flash. Und hier minus ein bisschen schreibt er die Wi-Fi-Config rein. Wir haben uns gewundert, wieso immer mal wieder, wenn man sich mit dem WLAN verbindet, irgendwelche Bitmaps kaputt gehen. Und andersrum, wenn man Bitmaps irgendwie in das Filesystem ablegt, WLAN nicht mehr tut. Bis wir irgendwie auf die Idee kamen. Also, da kann auch was nicht stimmen. Naja, irgendwie mal Entwickler von Espressive angeschrieben, ja, das wird da reingeschrieben. Ja, kann man das deaktivieren? Nö, geht nicht. So, gut. Das war der Grund, weshalb wir dann tatsächlich noch last minute auf die 2.1.0 geupdatet haben, weil jetzt wird diese Config tatsächlich hier irgendwie ans Ende geschrieben und da wird realistischerweise von uns nie irgendwas hingekotzt, von dem her sollte euer Batch jetzt deutlich stabiler laufen. Aber ihr seht, das ist irgendwie alles unglaublich hacky und ich finde es nach wie vor ein Wunder, dass der ESP überhaupt funktioniert. Also das Problem ist ja auch, man kann dieses Ding in keinster Weise debuggen. Das hat kein JTAG, das hat nur so einen UART-Bootloader, der irgendwie, wenn er crasht, einen Stack ausgibt, der mal mehr, mal weniger informativ ist, meistens weniger, weil man halt nicht die Source-Code zu der SDK hat. Da steht dann, ja, es hat gecrasht ein SPI-Read, aber danke, also ja, alles ganz furchtbar. Deshalb seid froh, dass euer Batch funktioniert. Ehrwürdigt das. Wenn es euch interessiert, guckt euch mal das Repo an. Wenn ihr selber schon mal was mit dem ESP gemacht habt und das jetzt total geil findet, bitte nutzt es. Es war echt viel Arbeit, dass das so tut. Und ich finde das auch ein echt cooles Setup, auch für zukünftige Badges oder für zukünftige Projekte. Ja, das ist so effektiv die Memory Map. Deshalb ist sie so zerbröselt, weil wir halt die Badges zuverlässig über UART flashen wollten. Deshalb sind jetzt auch die Beispielanwendungen nur bis Slot 6 drin. Ihr könnt natürlich in Slot über 6 selber ROMs reinladen, aber das geht halt nur over the air und das wollten wir nicht vorher machen, das ist euch überlassen. Aber es funktioniert immerhin und das ist so die Hauptsache. Und jetzt komme ich zu einem etwas höheren Level, nämlich wie das überhaupt mit dem Wi-Fi funktioniert, weshalb die Badges eigentlich Gulasch-Pull-Notifier genannt werden müssten und wieso Krypto total scheiße ist. Jannis. Ja, ich habe so ein bisschen die versucht, das Default-ROM zusammen mit dem Anton zu schreiben und haben dabei natürlich versucht, das irgendwie halbwegs sicher zu machen. Internet of Shit lässt grüßen. Haben also überlegt, ja, wenn man das schon macht, müsste man ja irgendwie versuchen, dass man signieren kann oder erkennen kann, dass oder verifizieren kann, dass Notifications, die wir bekommen haben, korrekt sind. Der ESP bietet dazu, oder auch diese Arduino-Library bietet dazu eine halbwegs brauchbare Krypto-Implementation, wo man tatsächlich auch HTTPS mitsprechen kann. Dazu sage ich vielleicht gleich nochmal was. Wir haben uns aber davor dann entschieden, dass wir anstatt Push-Notifications lieber Pull-Notifications nehmen, weil wir etwas Sorge haben, dass das WLAN in die Knie geht, wenn wir an 400 noch was Badges gleichzeitig eine Nachricht schicken. Daher ist der aktuelle Stand so, dass es das Dispatch alle 5 Minuten derzeit den Pull-Server anfragt nach neuen Notifications und diese Notifications haben einen Zeitstempel drin, ab wann sie ausgelöst werden. Das heißt, wenn irgendwie eine Notification geplant wird, dann holt sich das Dispatch sie ab und zeigt sie euch dann an, wenn der Timestamp stimmt. Das hat so einen leichten Jitter von 1 bis 2 Minuten, Sekunden, manchmal auch mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie man gerade Glück hatte beim Pollen. Aber das tut soweit. Wir haben dazu auch schon ein Beispiel-Server geschrieben, den wir jetzt auch benutzen werden hier auf der GPN für die ganzen Notifications. Allerdings ist es auch so, ihr könnt auch selber Notification-Server hinzufügen und URLs. Hast du ihn da? Du bist im EDO-ROM, ne? Ja. Nee, kann ich nicht zeigen. EDO-ROM ist das einzige Netz, in dem es nicht tut. Das hat KIT-Routing-Gründe. Auf jeden Fall kann man diesen Webinterface, also das stellt ein Webinterface bereit, an dem man
Channels anlegen kann. Also wir haben beschlossen, pro Server gibt es mehrere Channels für verschiedene Notification-Arten. Das heißt, wenn man zum Beispiel Gulasch wissen will oder über Talks informiert werden will, gibt es dafür eigene Channels. Diese kann man über das Konfigurations-Web-Interface, was man aufrufen kann, wenn man im Configuration-Menü auf Wi-Fi-Config geht. Dort kann man sich dann, dort öffnet der ESP dann einen Wi-Fi-Access-Point und man kann sich zu dem verbinden. Da wird erst die SSID angezeigt und wenn man nochmal eine Taste drückt, dann das Passwort. Und danach die IP, wo man sich verbinden kann. Wird sie das? Das ist interessant. Also eigentlich wird im Access Point die IP gesetzt. Sollte auch entsprechend IPs verteilen. Ich glaube, ich muss ein bisschen geschwindigkeitsmäßig auf die Tube drücken, wenn wir noch wollen, dass Anton noch so ein bisschen Live-Demos zeigt, wie man das Patch programmiert. Auf jeden Fall, wir haben diesen Server auch auf GitHub gestellt. Das heißt, wenn ihr selber Notification-Channels anbieten wollt, könnt ihr das damit machen. Das braucht ein Postgres, könnt ihr eine kleine das Schema importieren in die Postgres-Datenbank und könnt dann mit diesem Python Flask geschriebenes Web-Interface dann selbst Notifications erzeugen. Bei der Krypto muss ihr aufpassen, wir können nur TLS, also wir haben uns grundsätzlich entschieden, keine unsicheren Anfragen zu machen an die Pull-Server. Hat sich herausgestellt, dass der ESP exakt zwei Cipher kann. Und zwar TLS RSA AES 128 CBC SHA und TLS RSA AES 256 CBC SHA. Ihr müsst in dem Server müsst ihr gucken, wenn ihr den einrichtet, dass ihr exakt eine dieser beiden Cipher drin habt, sonst tut's nicht. Wir haben dann auch für zur Verifikation leider keine Lounge-Musik hier, finde ich schade. Haben wir entsprechend eine eigene CA-Infrastruktur aufgesetzt. Wir machen das nicht so, dass auf dem Batch CAs hinterlegt sind, sondern dass pro Channel der Fingerprint des Zertifikats gepinnt wird. Das heißt, ihr müsst dann einmal bestätigen und verifizieren, dass der richtig ist, wenn ihr mit Batch-Notification-Servern redet. Und wir haben jetzt für die GPN, für unseren Notification-Server, eine CA angelegt, die 10 Jahre hält und auch Zertifikate dafür, die 10 Jahre halten. Nicht wundern, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man das anguckt. Das muss so, das haben wir einfach gemacht, damit es möglichst lang funktioniert, genauso für den Store. Wie ist es mit der Zeit? Soll ich jetzt vielleicht mal ein bisschen abkürzen, damit noch Anton ein bisschen zeigen kann, wie man es entwickelt? Ja, dann machen wir. Dann übergehe ich mal kurz an Anton. Jo, hoffe ich mal, dass... Wo ist der Adapter? Wurde ein Adapter versprochen. Ich dachte, du hast den. Wo ist denn der DisplayPort-Adapter ans Wok? Ah, da hinten. Sekunde. Ist was inklusive Q&A? Doof. Okay. Gut, also willst du noch Q&A machen? Wir haben noch 10 Minuten. Ich brauche ein großes DisplayPort. Du brauchst großes DisplayPort, das ist Mini-DisplayPort. Ah, yay. kann das auch VGA hier? Was ist da zwischendrin? Nee, DVI. Wir brauchen normales DisplayPort. Oder VGA. Na, Stefan hat was. Gut, ich kann da noch ein bisschen weiter erzählen. Jetzt habe ich ja wieder Zeit. Genau, wo waren wir? Ah, richtig. Wir haben dann letzte Nacht haben wir noch festgestellt, dass das Batch nicht mit dem Notification-Server und auch nicht mit dem ROM-Store reden konnte, wo wir dann festgestellt haben, dass dort diese Crypto-Library offensichtlich noch nicht vollständig auf die neue SDK portiert ist. Wenn ich das erwähnt hatte, die halt eben schon frisch gekommen ist. Da muss man schauen, dass man die Zertifikate, also das Root-Zertifikat, mit dem man diese anderen Zertifikate signiert, dass das nicht mit größeren mit einer größeren Checksumme als SHA 256 encrypted ist, sonst stürzt das Batch das Batch zufällig ab. Ab und zu, manchmal, meistens. Genau.
Dann kann ich vielleicht noch kurz was sagen zu dem Webserver, der drauf läuft. Das ist auch so ein minimaler Webserver, den wir selber geschrieben haben. Es kommt ein Webserver mit, der auch in dieser ESP-Arduino-Library funktioniert. Dieser ist aber relativ ineffizient und braucht relativ viel Speicher. Deswegen haben wir da einen eigenen kleinen Webserver geschrieben. Das heißt, wenn ihr euch mal... Das heißt, falls ihr euch den Code da anschaut, das ist einfach minimaler eigener Webserver, der nichts großartig kann, nur relativ effizient arbeitet. Haben wir es jetzt? Ich hoffe. Ach, ich möchte das vielleicht gleichzeitig sehen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das... Ja, toll. Ja, dann machen wir das irgendwie vielleicht so. Nee. So, ja, das könnte ungefähr passen. Ja. Juhu. Ja, genau. Also, das läuft ja alles über die Arduino IDE, die irgendwie jetzt komisch aussieht. Das tut die Arduino IDE übrigens häufig. Genau, also schauen, ihr solltet schauen, dass ihr halbwegs aktuelle Version habt. Die Paketquellen, zumindest bei Debian ist das aus den Paketquellen oft nicht aktuell genug. Genau, Niklas hat da was eingerichtet, dass man sich hier direkt, steht auch in der README in unserem Repository. Man kann hier diese JSON-URL einfügen in den Preferences, dann kriegt man so ein Board, was man hier über den Board Manager installieren kann. Also wenn man hier nach GPN-Batch sucht, ja, dann findet man das hier und dann kann man hier auf Install drücken und dann hat man dieses Board. Genau, und dann kann man hier unten GPN-Batch 2017 Multirom auswählen und dann hat man hier die Konfigurationen, die man braucht, kann den Slot auswählen, den man das kompilieren und hochladen möchte. Genau, ich habe jetzt, mal schauen, wenn wir nicht so viel Zeit haben, dann code ich jetzt nicht direkt noch live was runter, sondern zeige einfach, wie das so grob funktioniert. Also wir haben hier diese GPN-Batch-Library, die man inkluden kann. Da sind so die Hardware-Funktionen des Batches drin. Also es gibt hier, was man am Anfang immer machen sollte, Batch Init und dann Batch Sec Backlight True, dass das Display angeht. Und dann hat man hier halt Funktionen für GPIO, analog Input-Werte lesen oder hier die LEDs setzen. Ja, genau, man muss immer noch hier das Airboot inkluden, wie Niklas gesagt hat. Und man kann auch den Namen seines ROMs setzen. Also wenn das ROM das erste Mal gestartet wird, dass es dann ein File an einer bestimmten Stelle ablegt, wo sein Name drin steht, und dann kann der Bootmanager das auch anzeigen, welches ROM da drin ist. Ja, es gibt noch so ein kleines UI-System. Da kann man hier so Fenster anlegen, mit die dann ein Bitmap anzeigen und so Sachen. Ja, schaut euch das im Repo an, wie das genau funktioniert. Aber das hier hatte jedenfalls nicht funktioniert vorhin, deshalb lösche ich das gerade mal. Und dann kann ich das vielleicht nochmal ausprobieren, wie das mit dem Hochladen funktioniert. Genau, muss man schauen, dass nicht das hier, dass der obere Schalter unten ist, der wählt aus, ob man das Bitbanging USB des ESPs verwendet oder unten ist halt das normale USB zum Flashen. Und dann sollte man das flashen können. Ja, wie das so bei Arduino funktioniert hier. Nö, ja, okay, das. Ja, naja, das ist noch recht normal. Genau, das, genau, und dann hat man das jetzt da drauf. Und
es leuchtet. Und man sieht jetzt noch den ROM-Manager da, weil ich das Display nicht überschrieben habe. Aber ja, genau. Ja, machen wir irgendwie Fragen, oder? Nehme ich an. Ja, sonst ist es so knapp, ne? Ja, fangen wir. Genau, fangen wir hier gleich an, oder? Ja, ah, ja, das. Hast du Internet? Probier's gerade mal. Nicht EDROM. Nein, EDROM. Du hast EDROM. Wie, da geht auch ja. Das nicht? Ja. Ja, ihr habt immer von diesem Store-System geredet. Wollt ihr das nochmal demoen oder ein bisschen erklären? Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht komme ich ja auch in das WLAN, wo das funktioniert. Das ist, glaube ich, eigentlich. Das hat Hendrik gefreut. Ja, mein der WLAN auf meinem Laptop ist fürchterlich. Oder? Ich meine, ich kann das ja in der Zeit mal hier an dem Batch vorführen. Vielleicht tut ja da das WLAN besser. Also was ihr machen müsst, ist, es gibt so eine Webseite, auf der ist dieser Store unter batch.entropia.de. Da könnt ihr euch die ROMs anschauen und wenn ihr da draufklickt, wird euch eine ID angezeigt. Wenn ihr diese ID dann runterladen wollt, haltet ihr beim Einschalten den Knopf gedrückt, dann bootet das hier in diesen Manager, dann kann man hier unten in den Store gehen, dann connectet sich das Batch mit dem WLAN, was jetzt hoffentlich funktioniert. Mal schauen, ich mach mal hier das Licht aus und blende das nicht so. Und ja, echt, okay. Ja, also prinzipiell kommt dann so ein Menü, wo ihr die ID eingibt, dann drückt ihr Enter, dann fragt euch das Batch, an welchem Slot ihr dieses ROM spielen wollt, dann wählt ihr den Slot aus, dann drückt ihr nochmal Enter, dann lädt das ROM an den entsprechenden Slot runter, dann rebootet das Batch, dann wählt ihr das aus und dann seid ihr in dem ROM drin. Total easy. Also ihr könnt vollkommen ohne Laptop euch neue ROMs aus dem Store installieren. Ah, hat gefällt. Es hat getimeoutet. Und ja, genau, so funktioniert das effektiv. Die ganze Config kann ich vielleicht auch noch zeigen. Es gibt hier unter Utilities so ein SPI-File-System-Uploader. Dann macht das Batch auch einen Access-Point auf und ihr könnt euch da einloggen. Ihr habt dann im Browser einen JavaScript-Editor, mit dem ihr alle Dateien im Filesystem bearbeiten und hochladen könnt. Das heißt, ihr könnt da irgendwie die Config für zukünftige Events anpassen oder falls ihr das Batch zu Hause in eurem WLAN bearbeiten wollt, könnt ihr da die WLAN-Config entsprechend ändern. Also wenn ihr auf die Seite geht, gibt es eine Anleitung zu dem Editor, wie man den benutzt. Ja, also man kann das Batch eigentlich sehr, sehr gut komplett ohne diese Toolchain nur mit einem Handy oder einem Laptop benutzen. Das war uns irgendwie auch wichtig, dass man da kein, also wenn man es nicht will, keine Toolchain für braucht. Ja, weitere Fragen? Ich hätte die Frage, was dieser Mandelbrot-Sensor ist. Also ist das einfach nur ein Witz oder backt hier jemand Mandelbrot und? Nee, ich weiß nicht. Mandelbrot ist ein bekanntes Fraktal. Wenn man das öffnet, dann sieht man da Mandelbrote. Das ist ein Mandelbrot. Da kann man, glaube ich, irgendwie reinzoomen oder so. Jan-Henrik hat das geschrieben. Ah ja, zoomt. Das ist einfach nur eine Demo. Ah ja, so kann man irgendwie... Ach, keine Ahnung. Spielt damit rum. Ja? So, wie sieht denn das aus? Macht die Firmware, die drauf läuft, das ganze Wi-Fi-Handling? Oder ist das ein separater Core, der darin erstmal das Wi-Fi unabhängig von der Firmware macht, die ihr draufladet? Also das ESP-Zeug funktioniert so, dass da unten RTOS läuft. Dieses RTOS hat zwei Threads, einmal den User-Code und einmal den Wi-Fi-Stack. Und dieser Wi-Fi-Stack läuft quasi im Hintergrund und macht immer wieder Callbacks auf den User-Code. Das ist quasi das, was diese SDK und das Arduino-Zeug nutzt. Das ist total erstaunlich, dass das funktioniert, wie ich schon erwähnt habe. Man erkennt das unter anderem daran, dass wenn ihr euch zum Wi-Fi connectet, die LEDs ja so faden und manchmal bleiben die hängen. In dem Moment passiert irgendwie Krypto oder so und der User-Code wird nicht weiter ausgeführt. So funktioniert das. Beim ESP32, also im Nachfolger von dem, gibt es dafür extra zwei Cores. Dann gibt es einen für IP, anderen für User-Code. Beim ESP ist das halt gemultithreaded. Habt ihr denn eine Empfehlung, was eine bessere Entwicklungsumgebung als die Arduino IDE wäre? Habt ihr Unterstützung für Plattform.io oder sowas? Nee, der ist nicht direkt, aber es gibt so in der Arduino IDE eine ganz nette Einstellung,
Man kann in den Präferenzen sagen External Editor, dann aktiviert sich wenigstens der interne Editor und man kann zum Beispiel mit Vim irgendwie das editieren und nur noch mit Arduino IDE uploaden. Das ist dann ganz angenehm zu benutzen. aber ansonsten haben wir da keine expliziten Unterstützung für andere Sachen, aber falls da jemand was basteln will, gerne. Also ich würde mich auch sehr drüber freuen. Ja, also würde schon deutlich mehr Spaß machen ohne Arduino IDE, aber man kriegt es wenigstens halbwegs so runter reduziert, dass man das wenigstens mit Vim oder irgendeinem vernünftigen Editor benutzen kann. Gut, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Ihr hattet erwähnt, dass das Ding kein JTAG hat. Ist es, weil es nicht rausgeführt ist oder weil der Chip tatsächlich keines hat? Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall kein JTAG rausgeführt. Die Architektur ist ja Extensa. Das ist halt auch einfach nur zugekauft von Espressif. Das heißt, der Core, der da drin ist, hat sicher prinzipiell JTAG. Aber wahrscheinlich ist es halt nicht rausgeführt oder nicht gebondet. Also es hat kein JTAG. Es sei denn, du kannst da irgendwie Decapping machen und einen Bondwire setzen und so. Also das ist schon ziemlich scheiße. Vielen Dank. Ich glaube, die Zeit ist da noch rum. Ja. Habt viel Spaß mit dem Badge. Wenn irgendwas nicht ist, bitte keine negative Bewertung hinterlassen, sondern erstmal uns anschreiben. Kein Dispute aufmachen, sondern erstmal uns kontaktieren. Good prizes. You get coupon for your next buy. Und ansonsten nimmt bitte an unserem Wettbewerb teil. Wir haben da jetzt 2 Monate Arbeit reingesteckt und es wäre wirklich, wirklich schade, wenn die jetzt so vorbei wäre. Wir würden uns unglaublich freuen, euren Code zu debuggen und und euch bei euren Problemen zu helfen, die entstehen, während ihr am Wettbewerb teilnehmt. Es gibt echt coole Preise. Wir haben irgendwie von Trends FPGA-Boards, so im dreistelligen Bereich. Es lohnt sich also wirklich. Ich sag nochmal, die 3 Kategorien waren irgendwie kreativstes, lustigstes Projekt, technisch anspruchsvollstes Projekt und das nützlichste Projekt. Und ihr könnt die einreichen unter... Ups, hat das Internet? So grundsätzlich? Nein, nee, anscheinend gerade. Okay, also... Das Edorum ist jedenfalls da. Ja, mal schauen. Es gibt da entropia.de/gpn17badge. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die Wiki-Seite, wo auch irgendwie nochmal GitHub verlinkt ist. Und da gibt es auch ein Hack-the-Badge. Ich glaube, es tut nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen. Und da ist ein Wiki-Artikel, da sind irgendwie nochmal die Teilnahmebedingungen. Ah ja, hier. Und wenn ihr da draufklickt, sind die Teilnahmebedingungen, was ihr machen könnt, was ihr machen müsst. Und dann könnt ihr da am Ende von dem Wiki-Artikel einfach euer eigenes Projekt hinzufügen. Ich weiß gar nicht, was es bisher gibt, aber irgendwie bisher gibt es diverse Einreichungen. Ich glaube, jemand wollte LaserTag implementieren mit dem Infrarotsender, dass man quasi LaserTag spielen kann. Die Dinger haben ja Infrarot senden und empfangen, womit ihr auch irgendwie eure Notification sharen könnt. Ich weiß gar nicht, was gibt's noch? Wie zoomt man da? Ja genau, es gibt das LaserTag, jemand hat einen Hi-Fi-Botch gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie ein Versuch, da I²S einen DAC anzuschließen, dass ihr mit eurem Badge MP3 streamen könnt. Also wenn ihr irgendwie eine Idee in die Richtung habt, bitte. Also ihr habt jetzt 4 Tage Zeit, da cooles Zeug für zu schreiben und es lohnt sich. Ja, eine letzte Frage. Ihr habt gesehen, in eurem Tütchen waren irgendwie 3 Sensoren, die drauflötbar sind. Das ist, glaube ich, einmal der Infrarot-Sender, der Pinheader für den Alkoholsensor und den LDR. Den könnt ihr bei uns am Assembly mit den Lötstationen da drauflöten und dann habt ihr noch mehr Funktionen. Das war uns zu blöd, die für euch draufzulöten. Ansonsten, bei weiteren Fragen sind wir auch am unserem Stand, genau. Am Badge-Stand. Und ihr erreicht jederzeit noch Fragen. Und ihr erreicht uns unter Deckt, unter Badge. Also Badge noch nicht, aber demnächst. Oder Twitter oder was auch immer. Ja, danke schön. Danke euch. Super. Vielen Dank.